Versuchst du von anderen zu bekommen, was du dir selbst nicht geben kannst? Boah, jetzt sage ich mal was, ne? Wirklich, das ist so eine Sache, die will ich von dir mal wissen. Boah, ja, also früher war das auf jeden Fall Liebe. Ne? Also Liebe kann ja verschiedene Formen haben, ne? Kann ja irgendwie, kann ja Lob sein, kann ja irgendwie auch Anerkennung sein, Applaus sein oder so. Und das konnte ich mir selbst als Kind irgendwie nicht wirklich geben. Also diese Liebe, die ich dann von anderen gespürt habe, jetzt von Eltern, von Freunden, von Lehrern oder so. Ich war eigentlich recht motiviert in vielen Dingen. So. Ich habe also wirklich viel Gas gegeben in der Schule, beim Sport, auch also viele Erfolge gehabt. Aber im Endeffekt so das Elementare, also die Liebe an sich, die man sich so geben sollte, die konnte ich mir nicht geben. Es hat sich immer so gut angefühlt, wenn Leute gesagt haben, hey, das hast du gut gemacht. Oder wenn du Applaus bekommen hast oder irgendwas geschafft hast, in Anführungszeichen. Aber so, dieses einfach nur in den Spiegel schauen, sich zu sagen, hey, so, ich liebe dich für den Menschen, der du bist. Ich liebe dich einfach so, bedingungslos, ohne dass du was leisten musst dafür. Weil viele müssen ja, oder viele haben ja auch dieses Gefühl, und das hatte ich auch damals ganz häufig, so Liebe gegen Leistung. Das heißt, ich muss was leisten, um erstmal Liebe zu kriegen. Und diese Liebe war im Endeffekt so Zuspruch, Lob, Applaus und so. Und das ist halt so ein bisschen, da wirst du abhängig von. Wenn du aufhörst, was zu tun, dann denkst du, okay, du musst noch mehr machen, du musst noch besser werden. Und ja, das habe ich immer versucht zu bekommen, dieses Gefühl von anderen Menschen. Also das war früher auf jeden Fall der Fall. Heute ist eigentlich ist es genauso heute. Also auch Liebe, wobei die Liebe sich vielleicht so ein bisschen verändert hat. Weißt du, das ist vielleicht die Art und Weise, wie man oder wie ich mit mir selbst spreche. Ne? Also Gedanken, also die Gedanken, die wir so haben, sind ja eigentlich nichts anderes als so als Monologe. So wie reden wir mit uns? Ne? Und die meisten Menschen so, die reden halt schlecht mit sich. Ich genauso. Ich bin auch so ein Typ, ganz häufig viel zu kritisch, viel zu hart. Und da gibt es viel, also Menschen um mich herum sind viel netter zu mir, als ich zu mir selbst oftmals. Ja, also die sagen irgendwie, keine Ahnung, das hast du gut gemacht, Björn, oder ey, kannst stolz auf dich sein. Und ich denke mir so, ah, das hätte noch besser gehen können und so. Ich glaube, das sind so, dass das heute in anderer Form immer noch so ein bisschen der Fall ist. Quasi so ein härterer Takt, ne? Ja, das ist aber nicht gut. Aber zumindest habe ich erkannt, das ist schon mal ganz gut, weißt du? Ja, das ist schon mal ganz gut. Wie ist es bei dir? Boah, ja, also das, was du gerade gesagt hast, war ja gerade die Situation bei mir. Ich habe mich so gestresst, weil ich zu spät dran war. Und ihr wart alle so voll cool. Ach, ist doch gar kein Problem und alles easy und alles entspannt. Und ich selbst dachte mir so, oh mein Gott, ey, wie kannst du zu spät kommen? Fahr doch einfach eine halbe Stunde früher los. Das hat mich so, ja, also das fühle ich gerade, was du gesagt hast. Ansonsten, die Frage war, was ich gerne hätte, was andere mir geben, so, ne? Was du dir selbst nicht geben kannst, was, ja. Noch mehr Ruhe, glaube ich. Also ich bewundere das manchmal so, wenn ich jetzt zum Beispiel ja, mit meinen Brüdern spreche, mit denen ich ein sehr, sehr gutes Verhältnis habe und die so extrem entspannt sind, so extrem ruhig sind in ganz vielen Situationen, wo ich halt irgendwie vollen Puls bekomme. Und da denke ich mir so, oh, ich hätte gerne manchmal auch einfach diese Ruhe, so ein bisschen entspannter an Dinge ranzugehen. Aber das weiß ich auch von mir. Und das ist, glaube ich, so ein Punkt, wo ich sage, ja, so... Ja, einfach mal ein bisschen zu entspannen und zu chillen und nicht immer tausend Gedanken im Kopf zu haben, hektisch zu sein. So, ja. Also bei mir ist, ich sag von Scarlett, Energie. Mhm. Ich hör, also was die für Energie aufbringt tagtäglich, wo ich unterwegs bin und keine Ahnung. Und ich komme nach Hause und da denke ich jetzt, okay, jetzt muss ich mal ein bisschen... Übernehme ich die Kleine, so, weißt du? Aber sie ist immer noch völlig dabei und bringt so viel Energie auf. Und das ist so eine Sache, so früher, sag ich mal, bevor ich sie kennengelernt habe, war mein Alltag schon geregelt und schon okay. Aber jetzt so mit ihr, muss ich sagen,
einfach so, sie hat eine neue Energie reingebracht, die ich gebraucht habe für mich selber, damit ich einfach ein bisschen mehr vom Tag dann auch erlebe und dann dementsprechend den Tag dann auch gestalte, weißt du? Und ja, aber ich weiß, was du meinst, so diese Ruhe zu haben, auch mal abschalten zu können und einfach mal, keine Ahnung, auch mal zu chillen und sich einfach mal Gedanken zu machen, okay, was, keine Ahnung, was steht als nächstes an oder den Tag einfach mal Revue passieren lassen oder das, was passiert ist. Und das kann ich auf jeden Fall bestätigen, ja. Die Ruhe von Paul zu haben. Ich finde ja, wirklich, ich finde ja, wirklich, ja, du bist wirklich so ein wirklich, Ruhepol, ja. Richtig beruhigende Art. Ich finde es wirklich, dass das strahlt so richtig so rüber. Ich meine, wir haben uns ja heute erst kennengelernt und du hast eine richtig schöne, beruhigende Art einfach. Geisteskrank. Ich habe drauf gewartet. Aber jetzt haben wir es hinter uns, ne? Jetzt haben wir es hinter uns. Okay. Das ist das neue Fußballer. Ich distanziere mich. Ja, ich bin ja auch der Älteste hier, oder? 42. 42? Ja, 81 geboren. Ja. Aussehen her bin ich, aber vom Papier her bist du es. Ich glaube schon, dass also wir machen ja alle gar nicht so unterschiedliche Sachen eigentlich. Also du noch am weitesten entfernt davon mit einem echten Beruf, nämlich Fußballspielen. Aber ich für mich kann sagen, dass ich nach wie vor immer noch nach Aufmerksamkeit suche. Also dass es nicht so ist, dass ich mag zwar vielleicht ruhig wirken, aber also ich habe angefangen als Fotograf. Ich war früher Fotograf und da war ein täglicher Hassel, Motive zu finden. Von Models über Fußballer, über was auch immer. Wir haben uns das erste Mal wahrscheinlich bei der Nationalmannschaft gesehen oder sowas, 2010, 2012 oder sowas. Das Brot eines Fotografens ist ja immer, wen du abbildest. Also das Bild ist zu 90% davon abhängig, wer da drauf ist. Und ich zum Beispiel bin durchaus ein überproportional erfolgreicher Fotograf geworden, keinesfalls wegen meiner Arbeit und meinem Können, sondern fast ausschließlich von dem, was da drauf ist, weil zum Beispiel ich Weltmeister fotografiert habe, ob in der Formel 1, im Fußball und das erstmal nichts mit mir zu tun hat. Das ist, glaube ich, für mich immer noch auch ein Antrieb. Ich habe versucht, das ein bisschen umzudrehen. Das ist aber bis heute so. Jetzt mache ich einen Podcast, ich mache Klamotten, ich mache irgendeinen Quatsch. Aber trotzdem buhle ich immer noch jeden einzelnen Tag um Aufmerksamkeit und kriege immer noch ganz viele Neins. Es ist immer noch 10 Leute frage ich, 8 sagen, ah, jetzt keinen Bock, keine Ahnung, Mario Götze, der nicht in den Podcast will. Und ich so denke, jetzt komm und was auch immer, was ich verstehen kann und auch okay finde. Aber in meinem Leben hat es nie aufgehört zu hustlen. Und es hat nie aufgehört, also bei mir ist nie daraus geworden, dass egal, wen ich anrufe, dass der Ja sagt. Und das hat ja schon, glaube ich, was mit Aufmerksamkeit zu tun am Ende, die ich gerne da hätte. Und ich will schon, also ich persönlich will hundertprozentig, dass jeder mich mag. Ja? Also es ist bis heute so, dass ich total, dass mir das sau wichtig ist, dass ich aus dem Raum rausgehe und jeder da sagt, ach Mensch, ein netter Mann. Also in diesem Raum hast du gute Chancen, aber im echten Leben, das finde ich so einfach. Erst recht nicht. Aber das ist echt ein interessanter Punkt, weil ich kann damit auch überhaupt nicht gut umgehen. Ich habe auch eine Nachricht bekommen auf Instagram und ich meine, das ist ja so das Traurige, weil die negativen Nachrichten, die man bekommt, die sind ja viel weniger als den Zuspruch, den man bekommt. Aber man konzentriert sich ja immer auf diese eine Person, die einen dann irgendwie fertig macht. Ne? Das ist ja immer so. Und ich habe auch eine Nachricht bekommen, die fand ich auch so bodenlos einfach nur. Das hat mich echt so richtig emotional gemacht. Ja, es war jetzt an sich nicht irgendwie beleidigend, aber so der Kontext. Wir haben ja Anfang des Jahres ein Kind verloren und es war natürlich eine extrem, die schlimmste Zeit in unserem Leben definitiv. Und Jonas hat ja dann im Sommer den Verein verlassen, ist woanders hin. Und dann schreibt mir allen Ernstes eine Frau, ich denke mal, wie alt wird die gewesen sein, so, also anhand der Bilder, ne, so auf Instagram zu beurteilen, so Mitte 40, Ende 40, schreibt mir so, wie das sein kann, wie rückgratlos mein Mann wäre und dass der Verein ja in der schweren Zeit und sie als Fans ja so hinter uns standen und er die jetzt so hintergeht. Und ich mir denke, Alter, was habt ihr denn für eine Wahrnehmung? Also wie kann es denn sein, dass man also einen Wechsel dann dazu nimmt, zu sagen, ey, wir waren ja für euch da, so okay, wo warst du für mich da? Also,
keine Ahnung. So, das sind so Sachen, damit kann ich überhaupt nicht umgehen. Und ich weiß auch nie, ob man so einen Weg findet, wo man sagt, aber du musst ja dann umgehen. Also jetzt, ja. Was machst du jetzt oder was hast du gemacht danach? Ich habe eine Zeit lang tatsächlich zum Beispiel auf Instagram ausgestellt, dass man mir Nachrichten schicken kann. Ah. Das habe ich eine Zeit lang einfach, weil ich wusste, ich will es nicht lesen und ich kann es gerade nicht lesen und ich habe da einfach keinen Bock drauf. Habe das ausgestellt, wo ich dann auch sage, okay, langfristig gesehen, so, wenn man dann wieder irgendwie so mehr bei sich ist und wieder so ein bisschen gefasster ist, dann weißt du auch, ja, die Leute wird es immer geben. Also ich habe es jetzt auch wieder ausgestellt, man kann mir jetzt wieder Nachrichten schreiben, aber ja, trotzdem, ne? Aber ich glaube, man bleibt ja Mensch. Also ich glaube, egal wie erfolgreich man ist, wie weit man kommt, so ganz spurlos an einem vorbeigehen. Das ist schon so. Und es ist ja so, wie Paulo auch gesagt hat, du hast es ja zugegeben, wir wollen von Menschen gemocht werden. Man will von Menschen gemocht werden. Am liebsten von allen Menschen. Und wir wissen aber, im Endeffekt, es wird nicht so kommen. Es wird nicht so kommen. Wir werden niemals von allen Menschen gemocht werden. Ich meine, so ist das Leben halt, ne? Das ist ein Kampf, ne? Also, und dagegen kannst du nicht ankommen. Also, am Ende, glaube ich, ist es wichtig, dass du ein gutes Mindset hast, dass du trotzdem positiv bist und dass du es akzeptierst, dass es immer Leute geben wird, die, ja, die dir vielleicht schaden wollen oder die dir einfach nicht das Beste wünschen. Das ist auch völlig okay. Aber ich glaube, wichtig ist, dass man trotzdem auch ein Umfeld um sich herum hat, das zu einem steht und in allererster Linie quasi, dass man die Chance hat, es selber auch zu verarbeiten. Und ja, und darum herum dann einfach, dass du deine Leute hast, die dir einfach Mut zusprechen und die dir Energie geben, Liebe geben. Wer ist der glücklichste Mensch, den du kennst? Der glücklichste Mensch? Erzähl mal. Hast du dir was ergeben, die Frage? Bei mir ist ganz einfach. Bei mir ist meine Frau. Ja? Ja, bei mir ist meine Frau. Das ist der glücklichste Mensch, den du kennst? Ja. Ja, mit dir an ihrer Seite, ne? Mit Haut und Haaren. Ja. Also, ohne mich weil sie mit dir verheiratet ist. So ein krasser Mann. Scarlett, du kannst dich so glücklich schätzen. Nein, ich glaube, ohne mich noch mehr? Nein, Spaß. Doch, hundertprozentig. Also, wie gesagt, ich habe sie kennengelernt, da war sie unfassbar glücklich. So einfach im puren Gleichgewicht. Natürlich noch jung unterwegs und so, aber so mit dieser, wie ihr schon für mich, das ist ein wichtiges Wort, Energie, die sie mitbringt und auch diese Tollpatschigkeit manchmal, muss ich sagen, hat mich auf jeden Fall inspiriert. Und ohne sie wäre vieles schwieriger geworden in manchen Zeiten, vor allem jetzt berufstechnisch. Aber sie hat mich dann schon aufgepäppelt und hat mich auf andere Gedanken gebracht und anderes Mindset ein bisschen bekommen dadurch, muss ich schon sagen. Deshalb direkt bei mir meine Frau, hundertprozentig. Aber was ich mich gerade frage, was macht überhaupt einen glücklichen Menschen aus? Also ist unabhängig vom glücklichsten Menschen, den wir vielleicht kennen oder so. Was macht einen glücklichen Menschen aus? Ja, glücklich ist ja auch immer mit Zufriedenheit so einfach erstmal schon mal gleichzusetzen, finde ich. Ja. Ne? Glücklich, ja, ich glaube, ein Mensch, der in jeder Situation so eine Grundzufriedenheit in sich hat, auch wenn es mal doof läuft und auch wenn mal Sachen schief laufen, jemand, der die Stärke hat, sich auf das Gute zu fokussieren. Ich glaube, dann bist du ein glücklicher Mensch. Dann bist du gesegnet, weil du es schaffst, dann auch in schwierigen Situationen irgendwie rauszukommen. Weil Glück, ich meine, wir sind alle glücklich, wenn wir, was weiß ich, unser Lieblingsessen auf den Tisch gestellt bekommen, aber es vergeht ja wieder. So, das ist ja nur ein Glücksmoment. Aber wenn du so richtig sagst, du bist ein glücklicher Mensch, so vom Herzen, vom Inneren aus, so, dann glaube ich, ist es jemand, der einfach zufrieden ist in jeder Lebenssituation und auch das Beste mal draus machen kann. Und wer ist der Glücklichste, den du kennst? Glücklichste Mensch? Also ich will jetzt nicht sagen, ich würde sagen, auch mein Mann, also ich würde sagen Jonas, so, weil ich meine, das sind ja auch die Menschen, die wir am meisten mitbekommen, weil wir ja auch in der Regel 24/7 mit denen zusammen sind und Jonas auch so ein Mensch ist, der auch immer das Positive in schweren Situationen sieht, da er auch seine Stärke rauszieht und wir uns da auch sehr
ähnlich sind, was das betrifft. So immer dieses dann wieder rauskämpfen und fokussieren auf das Gute. Und ja, Jonas, würde ich sagen, ja. Ich würde mich auch als sehr glücklichen Menschen bezeichnen. So. Wäre es bei dir? Ich, 100%. Ja? Ohne irgendeine Diskussion, ja. Ich hatte aber auch wirklich überproportional viel Glück. Also wirklich, wenn es würde es jetzt hier sprengen, aber... Aussehen. Werbedeals. Werbedeals. Ja. Naja, also ich habe einen Rapper fotografiert vor 30 Leuten und da musste ich Leute bezahlen von hinter der Theke, die vor die Theke gehen fürs erste Video und das letzte Materia vor 35.000 Leuten in seinem ersten Stadionshow von irgendeinem Hip-Hopper in Deutschland. Also das hat nichts mit mir zu tun gehabt. Also ich bin diesen Weg mitgegangen, ohne irgendwie, also ich habe ein bisschen was beigetragen, ein paar Fotos gemacht, aber der ist die Greatness und ich durfte das Dokumentieren dabei sein. Ich habe Fußballer angefangen zu fotografieren, die sind Weltmeister geworden 2014. Also Glück, mehr Glück, als was da in Rio bei mir passiert ist, kannst du gar nicht haben. Also es ist die absurdeste Geschichte, die du je gehört hast, wenn die, also dahin zu kommen ist alles nur Zufall, was dann da passiert ist und dass dann sogar ein Buch daraus wird, ist nur Glück, keinerlei Verstand, wirklich nur Glück. Aber ich finde auch interessant, dass du glücklich genommen hast und daraus gemacht hast, ein Mensch, der viel Glück hat. Also die Definition von dir. Daraus werde ich aber dann, aber dadurch werde ich glücklich. Und dann, es gibt noch einen anderen Punkt bei mir, dass ich meine Frau und meine Kinder noch nie gezeigt habe und es auch keine Fotos davon gibt und so meinen Privatbereich habe und auch mein Wohnzimmer jetzt zum Beispiel noch nicht so gezeigt habe und ich trotzdem ja sehr viel positiven Zuspruch da draußen kriege. Und daraus leite ich schon sehr viel Glück für mich ab, dass Leute das schon bewundernswert finden, was aber nur ein Viertel von dem ist, wie krass es eigentlich ist. Also so das private Glück, das kennen die ja gar nicht, das wissen sie ja wirklich einfach nicht. Und das ist eine mathematische Formel eigentlich, daraus entsteht ja automatisch, dass ich sehr viel glücklicher bin, als ich vielleicht sein sollte, weil ich ja noch viel mehr habe, als ich zeige und als ich da rede. Und ich, also. Aber am Ende ist natürlich, um jetzt mal ein Wandtattoo rauszuhauen, ja. Luck is when opportunity meets preparation. Also natürlich hat Glück schon was mit. Oh, shit. Hey, wir haben gesagt, kein englisches Wort. Entschuldigung. Glück ist, Digga, der hat was rausgehauen und ich denke, was hat er jetzt gesagt? Also, Glück enjoy, ist, wenn enjoy. Ich sehe mal, lass uns einfach nur so enjoy. Zeigen. So voll Glück. Was war das nochmal? Glück ist, wenn Opportunity ist halt eine Gelegenheit auf Vorbereitung trifft. Also nee. Du musst vorbereitet sein, also du musst das Glück schon auch, du kannst es ein bisschen beeinflussen. Es ist ja schon auch auffällig, dass ich jetzt hier sitze und sage, es ist halt 7-mal passiert bei mir. Ich habe 7 Weltmeister fotografiert. Ist es nur Glück? Ist es ein bisschen Bauchgefühl? Aber ist interessant, ehrlich, weil ich habe die gleiche Formel, ist eine meiner Lieblingsformeln. Ich kann ja auch an Stelle und Ort sein und ein Foto machen, aber deins ist vielleicht gelungener, weil du das Talent dazu hast. Aber weißt du, das ist so, Menschen empfehlen dir nicht deine Leistung weiter, sondern dich als Menschen. Ja? Die sagen, ey, bist ein guter Typ, macht Spaß, ist witzig, einfach eine gute Energie. Ja, darum geht's. Es gibt bestimmt bessere, technisch bessere Fotografen oder irgendwas, aber die Leute haben Bock, was mit dir zu machen. Digga, ich bin Menschen das beste Beispiel. Folgen Menschen, ganz ehrlich, das ist immer so im Leben. Menschen folgen immer Menschen. Wie viele Shootings man hat oder so und man kommt dann rein und fühlt sich so einfach nicht wohl. Ja. Weißt du fühlst dich nicht frei. So, aber wenn wir immer Fotos gemacht haben oder so, das war einfach, man war frei. Man hat nicht so das Gefühl gehabt, okay, Paul sagt gleich, mach mal dein Kinn hoch, mach mal dies, mach mal das, sondern sei einfach du selbst. So, und das ist so ein springender Punkt, wo dann viele sagen, boah, den nehme ich einfach wieder, weil ich mit dem einfach eine geile Zeit habe und es ist nicht anstrengend. Ich muss mich nicht anstrengen, ich muss mich nicht konzentrieren dabei. Und das ist das Ding. Sondern ich kann einfach so sein, wie ich bin. Und das ist wir für uns Gold wert, ehrlich. Ja. Lasso, was hast du gedacht? An wen hast du gedacht? Um das wieder abzurunden? Weil ich habe irgendwie... Ehrlich gesagt, nur an meine Ma. Ja. Weil ich einfach weiß, wie bescheiden, wie glücklich sie ist, wenn sie sagt, ich bin gesund und das reicht mir. Ja. Aber ich kann auch an der Stelle echt nur sagen, das liegt vielleicht auch daran, dass sie halt aus dieser alten Generation kommt und natürlich das, was wir heute hier so erleben, nicht miterlebt oder erlebt hat. Ne, dieses Fame sein, erfolgreich sein, Geld haben, ne, Ruhm, schön aussehen, schöne Klamotten. Das war nie so...
Thematiken von ihr. Ist auch nicht so, dass ich jetzt oder wir irgendwie, keine Ahnung, aus ärmlichen Verhältnissen gekommen sind oder so. Das war nie so. Bei uns war alles immer Standard. Mhm. Ne? Papst hat gearbeitet, der hat, war selbstständig danach. Ne? Mama hat als Kindergärtnerin gearbeitet. Und für sie war nur eine Sache, also Gesundheit. Wenn ich gesund bin, bin ich glücklich. Und ich muss wirklich sagen, das ist auch nicht immer nur so gesagt, das ist wirklich so. Das merke ich auch, wenn sie mal weg ist, so, ne? Dann schicke ich die mal so ein paar Monate rüber in die Heimat zu Oma. Ne? Dann sage ich so, brauchst du was, soll ich dir was schicken? Geld, brauchst du irgendwas? Weil, ne? Nein, alles gut, wir haben ja alles, wir haben ja alles. Ne? Oma geht's gut, mir geht's gut und ja, der Rest kommt von alleine. Ich sage, ja, aber von irgendwas müsst ihr erleben. Ja, alles gut, passt schon. Ja. Und da merke ich einfach, dass sie nur glücklich ist, wenn sie gesund ist. Wenn Mama, also ihre Mama, also meine Oma gesund ist, sie gesund ist, drumherum alles optisch passt, das ist für sie schon so, pat, reicht. Deswegen glaube ich einfach, dass sie in meinem Umfeld mit Abstand die glücklichste ist, sage ich so. Weil sie wirklich auf nichts, was bis auf Gesundheit Wert legt. Das ist so. Ja, glücklichste Menschen ist auch nicht so einfach, ne? Weil schon so ein Superlativ. Also sehr, sehr glückliche Menschen habe ich in Indien gesehen. Ich war ja sehr, sehr häufig in Indien, ne? Also auch in den Sommerferien immer. Und dann siehst du so die Touristen, also zu denen ich mich ja auch zähle, ne? Also die sind so gestresst, die wollen was erleben, die denken sich so, okay, wo geht's los? Die kommen gar nicht so richtig zur Ruhe. Und dann siehst du dort die dort lebenden Inder, viel, viel entspannter, viel glücklicher. Und sehr glückliche Menschen habe ich gesehen in den Slums. Also ich war ja auch in Mumbai zum Beispiel und in Mumbai gibt es ja auch die größten Slums von ganz Asien. Und du siehst die Menschen dort so halbnackt, aber du schaust sie an so, und du siehst, die lachen zusammen, die beten zusammen, so die essen zusammen, das, was sie haben, teilen sie auf. Also das erstaunt dich eigentlich. Und 10 Meter weiter ist irgendwie so ein 5-Sterne-Hotel oder so, aber da kommt keiner auf die Idee, jetzt da so reinzulaufen oder einzumarschieren oder so, sondern die haben halt wirklich so ihr Leben akzeptiert. Ja? Und die haben auch nicht so diese 1000 Sorgen, die wir vielleicht haben. Ja, also wir haben so tausende Sorgen, vielleicht jeden Tag, Sorgen ist so ein doofes Wort, aber so tausende Gedanken, Dinge, die wir irgendwie erledigen müssten. Und die haben so 2, 3 große Dinge, so okay, wo kriege ich das Essen her, ja? wie schlafe ich heute? Und die nutzen quasi ihr ganzes Potenzial, ihre ganze Energie, um diese großen Sorgen zu bewältigen. Die denken nicht wie du zum Beispiel, du gesagt hast, ja, ich weiß nicht, was nach der Karriere passiert. Mhm. Gibt's bei denen gar nicht. Nein! Die denken so, okay, was können wir morgen essen vielleicht? Wo kriegen wir das her jetzt? Und dann gucken die, ja, was geht ab. Ne? Aber du bist dir sicher, wenn diese Menschen hier leben würden, würden sie sich die gleichen Fragen stellen wie wir jetzt gerade? Das sehe ich an meinen Eltern. Okay. Meinst du, die wären dann glücklich, wenn die hier wären? Das sehe ich an meinen Eltern. Ne? Also die kamen ja auch aus Indien nach Deutschland. Und 70er Jahre, also schon sehr, sehr lange sind sie schon hier. Aber sind nie so wirklich hier angekommen. Die sind nie so wirklich hier angekommen. Am glücklichsten sind die in Indien, wenn sie in Indien sind. Aber haben die Gründe gesagt? Bei uns auch so. Ja, es sind verschiedene Gründe. Also Familie, ja, die haben da ihre große Familie dort, Essen, Wetter, Klima. Das sind alles so Faktoren, die einfach helfen, so, dass sie ein bisschen. Die haben keine Angst, zum Briefkasten gehen zum Beispiel. Genau das weißt du? Ist ja, ich sehe es ja wirklich auch in meinen Eltern, ja, in meiner Familie. Wenn die drüben sind, die sind glücklich einfach, die haben Spaß. Die sind, und wenn die, eigentlich machen die noch nicht mal etwas Besonderes. Die sitzen einfach auf dem Balkon und trinken den ganzen Tag Tee und knabbern und lästern über irgendwelche Nachbarn. Ja, aber ist egal, wenn geil so, so, die haben so richtig Spaß daran, so, weißt du? So, ja. Ja, so, weißt du, so. Ja. Boah, wer ist das denn, der da reingekommen ist? So, das ist so, die lieben das so. Ja. Ja, ja. Aber ich zum Beispiel, ich bin nicht so krass glücklich, wenn ich jetzt nur da wäre, weil das hier einfach meine Heimat ist. Ja, ja. So, ich fühle mich hier wohl. Das ist so einfach für mich Heimat hier. Mhm. Ne? Ich glaube, das ist auch etwas, was du auch gut kennst als Fotograf. Da geht es ja auch immer viel um Momente, ja? Also Momentaufnahmen. Und ich glaube, darum geht es auch. Und dass wir wieder lernen, mehr im Moment zu sein. Ne? Dass wir mehr im Moment sind. Zum Beispiel bei deinen Eltern, wenn ihr so sitzen mit Tee und Sonnenblumenkern. Ich glaube, dass das gemeint war. Dann sind sie voll im Moment. Ja? Dann denken die irgendwie nicht, was war gestern oder was kommt morgen oder so, sondern die sind einfach voll im Moment und das ist etwas, was wir alle, glaube ich, wieder
neu erlernen müssen. Da tappt man sich immer selber dabei, ne? Ich gebe schon immer das Geld, was ich letztes Jahr verdient habe, geben wir im nächsten Jahr aus. Das Komplette? Warte mal, warte mal. Du gibst das Geld, was du... Ja, ich habe kein Vermögen. Krank. Ja gut, dann haben wir was gemeinsam. Ich habe auch nichts. Und das passt ja. Nun, das Traurige ist, gut. Du hast gut verdient, ich nicht. Diese paar Kröten, die ich da am Hauptbahnhof durch Singen verdiene, das ist natürlich nicht vergleichbar mit deinen Dingern. Aber das ist krass. Das ist ein großer Faktor bei mir. Also, dass wir, weiß nicht, also es ist wahrscheinlich meine Eltern, Alt-68er, Antikapitalismus, Alt-Establishment, bloß nichts vererben, bloß nichts. Wir wollen kein Erbe annehmen, wir wollen kein... Ich muss schon sagen, ich bin in Heidelberg aufgewachsen. Ich habe sehr viele Leute in meinem Umfeld erlebt, die durchaus reiche Eltern hatten, sehr reiche Eltern, und die sehr unglücklich geworden dadurch. Also so, die konnten, weil die Eltern so eine große Rolle dann gespielt haben durch Erbe, durch Firmenübernahme, durch Geh in meine Fußstapfen und all sowas, dass die eben nicht selbst was überhaupt erreichen konnten. Und das muss ich schon sagen, dass echt viele der Alpha Männer auch dazu tendieren, so Best Friends mit ihren Söhnen zu werden. Also die Fernsehmoderatoren dieser Welt haben ja alle irgendwie so Alpha-Söhne, die, mit denen sie dann zu Konzerten gehen und so weiter. Und da nimmst du ja den Söhnen auch weg oder den Töchtern auch, dass die was Eigenes machen können und was Eigenes erreichen können. Und ich, also das, was wir jetzt geschafft haben, wir als Familie, dass wir in Amerika leben können und Essen haben und so weiter, das haben wir geschafft. Also das kann ich auch zu 100% so beurteilen, dass ich das selbst, und das ist für mich absolut maßgeblich für das Glück, Einfluss darauf und eben das kurzfristig Gedachte auch. Also tatsächlich ist es vielleicht auch so, dass, also bei mir ist es so, mein Vater ist gestorben, da war ich 20 mit 56. Das prägt mich natürlich schon, dass ich für mich nicht denke, dass das Gesetz ist, dass ich jetzt noch 40 Jahre lebe. Und mir deswegen keine Sorgen mache, was in 20 Jahren ist. Okay. Und gegebenenfalls ich, und also, und dann müssen wir kurz woanders hin. Ich habe eine 17-jährige Tochter, wir haben eine 17-jährige Tochter, eine 12-jährige Tochter und einen 5-jährigen Sohn. Und wir sind für die Kinder umgezogen eigentlich, damit die einen Schnitt in ihrem Leben haben. Der ist nicht besonders schlimm, der ist von Hamburg nach L.A. Das ist Dings, aber es ist trotzdem eine neue Sprache, es ist neue Freundschaft, neue, ist ganz wenig, die durften einen Koffer nur mitnehmen. Also die haben auch einen materialistischen Schnitt gehabt in ihrem Leben. Und das hat sie zu selbstständigeren, ich würde sogar glücklicheren Kindern gemacht, weil die das Selbstvertrauen haben, dass sie es schaffen, neue Freunde zu finden, eine neue Sprache zu lernen, sie selbst dafür verantwortlich sind, ihres eigenen Glückes Schmied. Und deswegen haben wir das gemacht. Das war der Grund, warum wir damals da umgezogen sind. Und das ist auch was uns, meiner Frau und mir, wirklich sehr, sehr wichtig ist, dass sie mit 22 auf eigenen Beinen stehen und auf keinen Fall abhängig von uns sind, sondern selbst sich verwirklichen können. Das ist schon schwierig genug als Frau in der heutigen Gesellschaft, glaube ich. Dementsprechend hätten wir wenigstens gerne, dass die das selbst, aber eben auch nicht von uns gepusht. Also nicht eine Fotografin, die dann vielleicht irgendwie in die Fußstapfen, das möchte ich gar nicht. Wenn sie es lieben, ne? Ich finde es voll interessant. Aber warum bist du das nicht? Also ich meine, weil das nie neutral sein wird. Also Nepo-Babys sind ja nun mal real. Das ist ja eben eine große, schwierige, also Nepo-Babys ist, habe ich auch erst jetzt gelernt. Wieder ein englisches Fachbegriff. Ja? Auf Englisch war das wieder. Ja, sind halb, sind Kinder, die das Gleiche können wie ihre Eltern und dann zufällig deswegen da quasi berühmt werden. Und nicht wissen, ob das wegen dem Namen ist oder wegen dem, im Fußball gibt es gar nicht so viel, aber in der Formel 1 gibt es zum Beispiel ganz viele Söhne, die, Nico Rosberg ist ein perfektes Nepo-Baby, der Formel 1 Weltmeister wird, weil sein Vater Formel 1 Weltmeister, also der weiß nicht so richtig, wo ist mein Zufluss da gewesen. Und ganz viele Schauspieler, also es gibt ja, keine Ahnung, die Frau von Justin Bieber ist ja, war davor Hailey, Baldwin, ja. Ach so. Weil der, also so, da kommt ja dann, also die, ich glaube, das ist eine große
große Bürde, die du deinen Kindern dann da aufgibst, und die, da habe ich großen Respekt vor, was ist einer der Gründe, warum wir auch in Amerika leben, so blöd wie es ist, dass ich meine eigene minimale kleine Karriere, bescheiden wie sie ist, existiert nur in Deutschland. In Amerika interessiert sich überhaupt gar niemand für WM 2014 und erst recht nicht für die Toten Hosen, und Materia haben die auch noch nicht gehört. Habe ich hinten auf meinem Rücken tätowiert, erzähl immer, es ist ein Festival. Ehrlich jetzt? Ja, es ist. Hast du Materia tätowiert? Mhm. Ja. Warum? Wir sind sehr eng, dem habe ich sehr viel zu verdanken. Der hat aber auch Paul Ripke tätowiert. Ich erzähle immer, das ist das europäische. Ich sag's europäische Burning Man. In Spanien sind ein verrücktes Festival. Ja, ich kann da einen Scheiß erzählen. Paul Ripke ist schon echt low, wenn man das muss sagen. Geil, das ist schon scheiße, oder? Wenn man Paul Ripke auf seinem Rücken tätowiert. Ja, aber Paul ich mich frage so, weil du sagst so, okay, du lebst ja dann eigentlich auch so voll in dem Moment, wenn du sagst, du sparst auch gar nicht und so. Hast du dann nicht Angst, dass all das, was du dir aufgebaut hast, irgendwann mal endet? Nee, weil ich zutiefst fein damit wäre, und ich habe das hinter mir. Also wir sind aus Deutschland, wir haben Visum beantragt. Ich war bei der amerikanischen Botschaft und da hat der Visumstyp gesagt, warum gehen Sie, also der Amerikaner, der aber deutsche Wurzeln hat, hat gefragt, eine einzige Frage habe ich dazu, warum gehen Sie nach Amerika? Sie sind am Höhepunkt Tote Hosen Materia, Fußball-WM. Es geht nicht größer in Deutschland als das, was ich da hatte. Und sie gehen weg in ein Land, wo niemand sich dafür interessiert. Und ich bin darüber gegangen, ich persönlich, für meine Karriere, und war bereit, Hochzeiten zu fotografieren oder Porträts oder Schulklassen zu fotografieren. Es war mir total egal und ich war wirklich fein damit. Es sind dann kam die Formel 1, super viel Glück nochmal gehabt. Ich hatte das größte Glück, dass ich bin 2019, habe ich einen Vertrag für 2020 gekündigt in der Formel 1 und mit Lewis Hamilton, und dann kommt Covid. Mein Job hätte es nicht mehr gegeben, 5 Monate später. Und ich habe das davor, bin ich aktiv da rausgegangen. Das Glück des Jahrtausends hat nichts mit Weitsicht und Verstand zu tun, sondern wirklich einfach nur Timing-Glück gehabt. Boah, und so viel Glück muss ich einfach nur mit Paul chillen. Ja, ist so. Und dieses Vertrauen, dass das schon, ich habe wirklich ein ganz, ganz tiefes Vertrauen, dass meine Frau und ich überall auf der Welt, gegebenenfalls, und das, also jetzt, das ist ja, was amerikanisch ist, ist ja auch, und da werde ich, ist was sehr Undeutsches, auch mal zuzugeben, dass man vielleicht was kann. Das darf man ja eigentlich nicht, aber natürlich weiß ich so langsam, dass ich jetzt auch nicht der Unangenehmste, also ich kann ja schon, dass Leute sich wohlfühlen in meiner Umgebung, dass sie nicht komplett denken, der ist der größte Vollidiot, mit dem will ich nie wieder irgendwas zu tun haben und so. Meine Frau ist noch viel toller. Wir werden es hinkriegen, und wenn es in Chile ein Café ist, dann werden wir das hinkriegen, dass kombiniert mit Fleiß, so blöd es ist. Also wenn du da Fleiß rein, und ich bin sehr fleißig, also es führt einen sehr weit, also es bringt einen sehr weit, ist das englische Sprichwort. Und dieses tiefe Vertrauen führt dazu, dass ich total fein damit bin. Welchen Stellenwert hat Familie in deinem Leben? Boah, sehr hohen Stellenwert. Ja? Ja, safe. Welche safe. Familie? Meine Eltern. Was ist Familie überhaupt? Bei uns ist Familie halt etwas Großes. So, ne? Das ist halt, hört nicht nur bei Mama, Papa und Bruder und Geschwister auf. Das geht dann halt auch richtig so ein bisschen so Onkel, Tante und etc. Weil bei uns ist halt so, wie soll ich das sagen? Beispielsweise mein Führerschein hat mein Onkel finanziert, mein Auto hat mein Vater gekauft mit meinem Onkel. Da gibt es nicht so, ja, das macht dein Vater oder so bei uns. In der Familie gab es das einfach nicht so. Oder war auch nicht so, wenn mein Vetter beispielsweise ein Fahrrad gekriegt hat, habe ich auch einen gekriegt. So, ne? Dann gab es nicht so, ja, das ist mein Sohn und meiner kriegt was und der nicht oder so. Und das war, deswegen ist halt bei mir die Familie hat wirklich einen sehr, sehr, sehr hohen Stellenwert. Weil ich auch im Nachhinein so in meinem Leben, so 2016, 17 auch gemerkt habe, wie wichtig Familie eigentlich wirklich ist. Weil ich auch mal in meinem Leben einen Punkt hatte, wo ich wirklich, ich glaube, fast alles verloren habe. Ne? Wirklich so finanziell. So, ich habe alles auf eine Karte gesetzt. Ich habe vorher bei der Bank gearbeitet, habe meine Ausbildung gemacht etc. Und irgendwann mal so, ne, ich hatte halt nicht so viel Glück wie du. Ich habe alles auf eine Karte gesetzt, es hat halt nicht funktioniert. Und dann
das Kartenhaus ist eingebrochen, aber die Familie war halt da und die hat dann auch einen halt aufgefangen. Und da hast du auch gemerkt, so, was sind mit deinen Freunden eigentlich, ne? So, die alle mal mit dir waren. Und wo sind die denn jetzt so, ne? Da, zu dem Zeitpunkt gab es gar keinen. Gar keinen. Das war auch immer so ein Wendepunkt in meinem Leben, wo ich ein, zwei gute Freunde hatte. So die, das sind so meine besten Freunde, sag ich mal. Ich muss sagen, ich bin wirklich fast ein Jahr lang nur abends rausgegangen. Nachts. Damit ich meinen Eltern nicht begegne, falls die dann mal zu mir sagen, mein Sohn, wenn du nach Hause kommst, bring mal Brot oder Wasser mit. Ehrlich? Weil ich diese 2-3 Euro nicht in der Tasche hatte. Scheiße. Das ist wirklich, das ist geisteskrank. Und das ist eine Geschichte gewesen in meinem Leben, ne? Wo ich einfach gemerkt habe, wie wichtig eigentlich diese Familie für mich ist. Weil Freunde, alle lachen sie mit dir in guten Zeiten, aber in schlechten Zeiten, gut. Ein Freund soll jetzt auch nicht nur da sein, um mich finanziell zu unterstützen. Das ist nicht die Erwartung, die ich hätte oder habe. Aber, weiß ich nicht, da sein, einen unterstützen, Wege zu finden. Aber ein paar sind geblieben, oder? Ein paar waren doch auch da in guten Zeiten. Ja, Stellen, nein, oder? Ich sag dir, ich habe ja heute immer noch alle Freunde. Gut, wenn ich heute bin ich ein bisschen bekannter geworden und viele meiner Freunde oder alte Freunde schreiben auch, ja, ey, boah, ich habe ein Video gesehen, boah, das hat 10 Millionen Klicks bekommen, geisteskrank und boah, das Video hat 500.000 Likes. Kommentieren die denn so geisteskrank? Ja, 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 die schreiben auch privat dann, ne? Wo ich aber dann im heute, Stand heute einfach weiß, so, ey, warum hast du mir nicht damals geschrieben? Und das wusste jeder von euch, so was ich erlebt habe. Jeder von euch wusste es, ne? Und da habe ich einfach wirklich gemerkt, Familie ist für mich das A und O. Das, da habe ich einfach gemerkt, wie meine Mutter, wie meine Tanten, wie mein Onkel, Oma, Opa mich unterstützt haben in allerlei, also nicht nur das, nicht nur den finanziellen Aspekt, sondern auch wirklich so, die wussten so, du schaffst das schon, du schaffst das schon. Und dann hatte ich irgendwie ein bisschen Glück in meinem Leben, habe gute Freunde auch kennengelernt, die mich auch unterstützt haben, im Business-Bereich auch, ne? Bevor ich überhaupt in Instagram Fame wurde oder Videos gemacht habe, die Geld gebracht haben oder sonstige Sachen. Das war einfach davor. Und heute habe ich das ganz begrenzt. Heute habe ich wirklich alles begrenzt. Alles. Begrenzt heißt kleine ja, den Kreis klein gehalten, ja, Familie. Ja, ja. Oh, das ist aber so nur noch. Ich kann heute meine wirklich guten Freunde mit der Hand aufzählen. Das sind 5 Stück. Ja. Wirklich, ja. 5 Stück. Und das kann ich wirklich so sagen. Ja, aber es ist auch schön, dass man so eine Familie hat. Das ist ja auch nicht selbstverständlich, ja, dass man jemanden hat, auf den man zählen kann, die hinter einem stehen. Wie gesagt, das ist ja nicht selbstverständlich und da weiß man es erst zu schätzen. Wie triffst du Entscheidungen, Laura? Weil das ist auch so eine Frage, also, weißt du, bei Entscheidungen, also, trifft man nicht. Ja, ich fand es interessant, was Paul vorhin gesagt hat, Bauchgefühl. So, ja, hundertprozentig. Hundertprozentig. Wenn ich merke, so, ich bin auch so jemand, der auch nach Vibes, nach Energien geht. So, und wenn ich merke, so, das fühlt sich gerade richtig an, dann mache ich das. Aber das ist ja dann auch eher so ein Bauchgefühl-Ding. Also nur weil der Kopf sagt, so, das musst du jetzt machen, weil das die sicherste Variante ist oder wie auch immer. Nee. Sondern nur, wenn Bauchgefühl sagt, ja, das sind die richtigen Leute, die geben dir ein gutes Gefühl, das ist eine gute Energie, du passt da rein. So, dann, so treffe ich eine Entscheidung, ja. Oder ist immer Bauchgefühl? Nee, bei mir ist Herz. Ja? Ja. Aber meinst du das Gleiche? Bauch-Herz ist ja eigentlich so. Ja, ja. Also, ja, Bauch, würde ich sagen, also, oder? Ja, bei mir, also Kopf. Du bist ein Bauchmensch, ne? Mach doch mal Herzentscheidung. Ja. Du bist ein Herzentscheidung, Mensch. Entweder mein Herz pumpt schneller bei einer Entscheidung oder nicht. Ja. Ja, nicht so extrem, aber so Kopf ist schon Gefahr, wegen eine Menge Gefahren mit sich. Einfach weil der Kopf, also alleine was meinen Job betrifft, hängt 90% im Kopf ab, finde ich. Und da bin ich schon gut trainiert, aber wichtig ist halt so, was mein Herz sagt, was mein Bauchgefühl sagt. Und dann höre ich auch meistens da drauf, ne? Also. Wie war das denn bei dir? Guck mal, wenn ich heute was mache, ich mache es wirklich auch, wie du sagst, Bauchgefühl, weil ich Lust habe. Viele haben ja so einen geisteskranken Plan, boah, ich muss in der Woche dreimal was posten und so und da. Bei mir, ich mache mal, wenn ich einfach Bock drauf habe, mache ich was. So. Bei mir sagen auch Leute, ey, du musst viel mehr machen, du hast viel mehr Follower. Ey, will ich nicht. Ich will dann machen, wenn ich lustig drauf bin. Aber wie war das denn bei dir? So, weil, damals? Ja, du hast ja auch sau viele Videos gemacht. Hast du einfach die gemacht, so mit Zeitplan? Oder wirklich nach Bauchgefühl, boah, jetzt habe ich Bock darauf, ich will es machen? Ich hätte
Nee, ich hatte damals auch so ganz, ganz viel auf dem Herzen. Ne? Ich hatte ganz viel auf dem Herzen, was ich irgendwie rausbringen wollte, was ich irgendwie von der Seele reden wollte. Und das war ja gar nicht so abzusehen. Ne? Also ich habe ja was anderes studiert. Ingenieur bin ich ja eigentlich. Ne? Also wenn du einen indischen Papa hast, ja, hast du jetzt nicht, aber einen indischen Papa hast du zwei Chancen im Leben. Ne? Arzt oder Ingenieur. Ne? Ich so, Ingenieur, okay, mache ich. Aber war nie wirklich glücklich. Ne? Und dann habe ich auch meinen Doktor gemacht noch an der Uni. Und ich wusste schon, irgendwann bin ich fertig. Und ich will aber kein Professor werden. Ich will nicht ins Unternehmen. Und dann habe ich angefangen, Videos zu machen. Einfach Videos gemacht. Manchmal sogar im Büro an der Uni, wenn alle weg waren, wenn die Feierabend gemacht haben, habe ich mich so vor diese Bücherwand gestellt und Videos gemacht. Mama, was ist das? Was machst du da? Nein, ich hatte so eine Einzimmerwohnung. Okay. Aber, also mein Vater, ja. Natürlich. Ich habe gedacht, ich bin durchgedreht. Ja. Ich dachte, ich bin komplett durch. Bricht das Stuhl überhaupt, kommt sofort nach Hause. Es war ja komplett. Kontrolle über das Leben verloren. Sie haben geisteskrank. Die haben gedacht, Diesmal dachten die so, geisteskrank, aber negativ. Nein, wirklich, auch wie soll ich es denen auch erklären? Ne? Der Junge nimmt so eine Kamera, nimmt ein Video auf, lädt es hoch und am Anfang hast du ja auch irgendwie so null Fans und alle fragen, was machst du da? Warum redest du das? Ey, da gehört so viel Mut aber dazu, ich, ne? Das wollte ich gerade sagen, ich finde es einfach geil. Also ich finde es geil, wie du es gemacht hast, dass du hast es einfach gemacht. Ja. So, weißt du, und dann ist Macher. Durchgezogen. Nein, ey, wirklich. Ja, doch, ist ey, so. Nein. Ich habe es gemacht, weil ich es immer geliebt habe. Ich habe es immer geliebt. Auch wenn ich irgendwie diese Videos aufgenommen habe oder so. Ich habe niemals diese Kamera gesehen oder dieses Mikro beim Podcast. Ich habe immer den Menschen dahinter gesehen. Für den habe ich es gemacht. Und das hat mich extrem erfüllt, weil ich dachte, ey, jetzt hast du kurz die Chance, mit diesen Menschen wirklich zu sprechen und denen irgendwie was mitzugeben, was dir auf dem Herzen liegt. Und das habe ich immer geliebt. Ja. Da ist mir immer einer abgegangen. Ja. Ist immer noch so, wirklich. Aber weißt du, warum ich das gemacht habe? Das habe ich gemacht für den kleinen Bion. Ja, aber als ich ein Kind war, hätte ich mir genau sowas gewünscht. Oder als ich Jugendlicher war, als ich so ein bisschen mit Sozialstunden unterwegs war und so, hätte ich mir genau sowas gewünscht. Also wirklich irgendwie so ein Teil in der Hand zu haben, so ein Smartphone, das gab es damals nicht, dass da so ein Video erscheint oder irgendwie so ein Podcast gehört dabei. Und dass ich einfach irgendwas mitkriege und das wäre mein größter Wunsch gewesen und deswegen mache ich das. Für den kleinen Bion mache ich das heute immer noch. Ich weiß, was du meinst, weil du sagst es ja, das ist ja, da musst du dich ja trauen, das ist ja so, trau dich mal dann. Ich weiß ja bei mir, ich habe vor der Kamera gelacht, irgendwelche Geschichten erzählt, irgendwelche Leute nachgeahmt und nachgemacht. Ich hatte die Story zurück, 113 Stück davon waren 65 von der Familie. Immerhin. Bei mir Teller. Und die 30, hat auch meine Mutter geteilt für Türkei. Guck mal, mein Sohn. So, verstehst du? Und dann 13 fremde Leute. Ja. So, und das ist so. Und dann, wenn ich irgendwann meinen Freundeskreis rankam, dann habe ich mir angeguckt, bist du gestört? Was machst du da? Ja. Ich hab damals mein erster Motivationsvortrag, da habe ich so einen Hörsaal gemietet an der Uni Wuppertal. 800 Plätze. Habe das WDR einbestellt, wir haben so Plakate aufgehängt. Ne? Ich dachte so, boah, jetzt geht's voll ab und so. Und dann geht es los. Ich war schon voll nervös. WDR kam vorher, hat so Interviews gemacht. Ne? Und so sind sie, worum geht's heute und da. Und auf einmal, wisst ihr, wie viele Leute gekommen sind? 12 Leute. Es waren 12 Leute. Im gesamten Hörsaal, also nur die erste Reihe quasi. Und von den 12 Leuten waren 6 Leute meine Freunde. Also quasi 6 fremde Menschen habe ich erreicht, ja. Bewegen können, dorthin zu kommen. Aber das war egal. Das war eigentlich egal, weil ich habe für diese 6 Leute oder auch für meine Freunde natürlich Vollgas gegeben, ja. Also wirklich Full Energy, ja. Full Experience sollten die genießen. Und das war mir wichtig, ja. Also, aber das war schon krass natürlich auf jeden Fall, ne. Und wenn ich jetzt heute denke, dieses Jahr kommen irgendwie über 100.000 Menschen. 100.000 Menschen? Über 100.000 Menschen, das ist echt krass. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, so wirklich. Aber das ist auch egal, das spielt keine Rolle, weil es geht immer nur um den einzelnen Menschen. Es geht immer nur um den einzelnen Menschen, der dort sitzt und was mitnimmt. Weil für irgendjemanden ist es die erste Show, für irgendjemanden ist es die letzte Show. Und für diesen Menschen, für die Menschen mache ich das.